Hallo meine lieben Leute, euer Blöx Zumal wieder am Start und wir haben heute mal wieder einen All-Stars-Part mit ganz vielen Leveln von euch. Und zwar starten wir mit The Puzzle von Erik. Auf YouTube heißt er White Bite. Und da bin ich noch mal gespannt, was uns hier alles so erwartet. Oder auch nicht. Nee. Also es wird ein Puzzle-Level, wie man schon erkennen kann. Und hier haben wir eine schöne... eine Türöffnung. Hier vermisse ich so den Türöffnungssound. Das wäre so richtig cool. Oh. Okay. Also anscheinend geht das so weiter. Okay, ich verstehe, was er will. Er will, dass man hier... genau, das müsste das letzte öffnen, oder? Jawohl! Und dann das ist das vorletzte und dann... müsste ich den Koopa bekommen. Jawohl, ah, okay. Gut, dann habe ich das System, denke ich mal, schon verstanden. Und das hier wäre falsch gewesen, ne? Wow. Ja, das wäre tatsächlich... das ist tatsächlich falsch gewesen, den Koopa-Panzer zu schmeißen. Oh, yeah. Oh. Okay. Aber wir haben eine Reset-Tür, ne? Ja, das zählt als Reset-Tür. Oder Reset-Rare. Okay, also man darf nicht... beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe. Wahrscheinlich war nur das Timing ein bisschen komisch. Auf jeden Fall gefällt mir diese Art von Level. Habe ich auch noch nie gesehen auf diese Art. Und von daher bin ich gespannt, was jetzt noch so alles kommt. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen schwieriger wird. Was haben wir hier? Ein Pilz. Ein P-Switch. Okay, wer aktiviert den P-Switch? Der zweite von links, ne? Oder? Ja doch, der zweite von links. Was brauche ich dann? Den hier muss ich auch aktivieren. Genau, damit ich den Pilz kriegen kann. Mache ich das doch mal. Und ich schau mal, was... ja, genau. Und dann... oh, okay. Das wollte ich nicht. Und jetzt habe ich versagt, ne? Ja. Okay. Reset-Tür. Also, dann wählen wir erstmal die Nummer... oh, okay. Das ist doch auch mal eine schöne Art, eine Reset-Tür einzubauen. Einfach mit dem Power-Up. So, und wir nehmen jetzt mal die 1 und dann die 3, um den P-Switch zu aktivieren. Und dann müsste es... oh, okay, jetzt steckt der Pilz da hinten fest. Ja, okay. Ich muss ihn erstmal spawnen lassen, den Pilz. Also darf ich nicht zu schnell sein. So, jetzt aber nochmal. Versuch Nummer 2 oder 3 oder 4, keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. So, P-Switch. Und dann müsste ich an den Pilz rankommen. Jawohl. Und dann, ja, einfach durchrennen. Genau, wunderbar. Dann haben wir schon mal 3 Hindernisse hinter uns und jetzt wird es noch schwieriger. Okay. Anscheinend müssen wir mit den Helmen die Wiggler töten, damit wir da vorbeikommen. Okay. Die Mancher auf der Linie, wo wir sind, die tue ich mal weg. Mache ich hier, ne? Das in der Mitte ist das Trampolin. Jawohl. Und ja, okay, gut. So, wenn ich jetzt das Trampolin aktiviere, werd hoffentlich nicht ich getötet, sondern es geht hoffentlich in die richtige Richtung. Okay, sehr gut, sehr gut. Das wäre sonst ein bisschen doof gewesen, wenn das in meine Richtung gegangen wäre. Dann hätte ich es nämlich nicht geschafft. So, und jetzt muss ich die Mancha entfernen und dann den Helm aktivieren, ne? Was ist hier noch? Okay, hier ist nichts mehr. Wow, 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 wow. Vorsicht, Mario. Ah, hier kann ich mich raus... hier kann ich rausspringen. Genau, also ich tue jetzt mal die Mannschaft weg. Hier oben wäre eine Reset-Tür, glaube ich, ganz cool. Ja. Weil sonst müsste man wieder neu starten, wenn man da aus Versehen rausspringt. Beziehungsweise man denkt, da wäre noch irgendwas. Okay, dann brauche ich jetzt... genau, die... boah, ich denke gerade voll nach. Was ist hier eigentlich? Okay, hier ist scheinbar nichts. Dann könnte ich mit einem Helm rein. Aber... keine Ahnung, kriege ich... nee, den Helm kriege ich nicht. Ja, aber der Helm ist hier wieder da. Okay. Wie habe ich den jetzt hergezaubert? Wow.
Oh, das ist gefährlich, wenn man hier stirbt. Ja, wenn man hier stirbt. Ja, das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Und jetzt muss ich wieder neu starten. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Ja, das hier ist blöd, dass man hier noch springen muss. Ja, okay, ich hab's geschafft. Zumindest beim zweiten Mal. So, ich hoffe, dass ein Chat. Oh Gott, ich hab schon Schlimmes erwartet. Oh mein Gott. Hier ist die Reset-Tür, okay. Was ist hier drin? Ah, okay. Hier ist. Hier ist ein Checkpoint, okay, juhu. Ich hab einen Checkpoint gefunden. Ja, dann bist du quasi davon ausgegangen, dass man hier failt. Oder? Hä? Wo ist dann die Reset-Tür? Nee, das gilt ja als Reset-Tür. Okay, gut. Oh mein Gott. Ich würde sagen, ich probiere einfach mal alles aus. Okay. So, den Koopa scheine ich zu gebrauchen. Okay, die beiden hier in der Mitte sind schlecht, weil da oben ist auch noch ein Koopa, den ich ziemlich sicher brauche. Okay. Dann weiß ich ja jetzt schon mal, was ich nicht aktivieren darf. Okay. Hier ist noch ein Powerblock. Den kriege ich, wenn ich den P-Switch aktiviere. Und wenn ich... Ah, genau. Ach so, oben brauche ich Mancha. Bei zwei brauche ich Mancha oben. Das heißt, ich muss die beiden auf der höheren Linie aktivieren, wenn der P-Switch aktiviert ist. Okay, schauen wir mal, ob das klappt. Ja, sieht gut aus. Jetzt kriege ich den Koopa nicht mehr. Wie kriege ich den... Ach so, über den Powerblock. Okay. So, brauche ich die jetzt noch? Ne, wenn ich den aktiviere, dann stirbt der Koopa. Ne. Dann mache ich so. Okay. Ah, okay, jetzt kommt der Koopa hier. Okay, dann brauche ich den. Und ich sage gerade sehr oft okay. Für die Selbstbestätigung. Okay, brauche ich... Muss ich den Koopa hier unten noch hochschießen? Ne, okay, das war nichts. Okay. Jetzt sage ich gleich gerade mit Absicht, okay? Okay, hier ist wahrscheinlich die... Ah ja, genau, das wird wahrscheinlich die Reset-Tür sein. Von unten. Was ist hier drin? Ist hier ein Helm drin? Oder ein Panzer oder sowas? Ich teste es mal. Ein Helm, okay. An den Helm komme ich sogar ran, okay. Wenn ich mich jetzt geschickt anstelle. Ich hasse es, im Fallen da runter zu kommen. Oh mein Gott, ich trau mich nicht. Okay. So, jetzt habe ich dich. Okay. So, Helm. So, was brauche ich jetzt noch? Okay, hier sind zwei Mannschaften, die den Weg blockieren. Hier habe ich einen Powerblock, an den komme ich ran. Ich brauche noch einen zweiten. Wo ist der? Oben rechts. Okay, wie komme ich an den ran? Den komme ich nur ran mit dem Panzer, oder? Ein panzeraktivierten Helm? Kann das sein? Also, nee, einen panzeraktivierten Powerblock, kann das sein? Wahrscheinlich, ja. Das heißt, in der Mitte darf ich das nicht aktivieren. Das hier muss ich aktivieren. Okay. So, was ist hier noch? Hier, Powerblock, okay. Oh Gottes Willen, ist das schwer. So. Okay, ich muss den letzten aktivieren. Genau, jetzt muss ich den letzten aktivieren, eigentlich. Und das alles, bevor ich den Helm bekomme. Ach so, ja, da war ja der Koopa-Panzer. Stimmt. Dann gehe ich wieder zurück und schaue mir das Ganze nochmal an. Mit der Reset-Tür ist das ja kein Problem. Und dann sage ich bis gleich. Oh, okay. Die Reset-Tür ist ziemlich unnötig eigentlich, weil man muss hier sterben. Weil sich der Coinblock nicht reaktiviert, wenn man die Tür neu betritt. Und ja. Wenn ich jetzt das erste Rätsel richtig gelöst hätte, dann hätte ich eigentlich wieder von Anfang an machen müssen, ne? Das wäre nicht so cool gewesen. Aber na gut. So. Den Weg, den schneide ich wieder bis dann. Und ciao. Bis gleich. So. Beziehungsweise, jetzt ist es schon zu spät.
Jetzt habe ich den Panzer zerstört. Okay, ich schneide doch. So, jetzt bin ich gespannt. Wo ist der Cooper hin? Mensch! So, jetzt ist der Cooper wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Ey, was soll der Scheiß? Jetzt komme ich hier ran. Okay, vielleicht brauche ich den Cooper gar nicht. Wenn ich einfach so mache. Aber davor war die Ranke aber nicht. Davor war der Mancher hier in der Ecke, aber schon da, ne? Na, okay, sehr komisch, sehr komisch. Ja, so, wenn ich den jetzt aktiviere, dann kriege ich den Helm. Und wenn der Helm den aktiviert. Okay, der ist dann tot. Ja, ich brauche also den Cooper. Beziehungsweise ich muss jetzt wieder sterben, weil ich. Ja. den Helm ja wieder brauche. So, der Cooper ist jetzt da hinten. Ich warte mal, bis er so weit wie möglich im Screen ist. Damit er nicht wegklatscht. Okay, jetzt habe ich ihn. Jo, die Stelle war ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du dieses Level selbst getestet hast. Aber das fällt mir halt jetzt ein bisschen negativ auf. So, wenn ich jetzt. Genau, den Powerblock, den aktiviere ich jetzt. Und dann ist der Mancher unten links, unten rechts weg. Okay, und dann aktiviere ich die linken und den rechten. Und dann müsste ich es eigentlich geschafft haben, ne? Genau, jetzt aktiviere ich dann den Helm. Dann brauche ich den Helm ja gar nicht, oder? So, jetzt muss ich hier. Ja. Den Powerblock aktivieren. Okay. Jetzt weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht im Screen gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen blöd gewesen. Vielleicht wäre es wieder ein Fehler gewesen und ich hätte es nochmal neu machen müssen. Aber naja. Gut, jetzt muss ich hier noch. Oh Gott. Ich üb mal hier. Zwei so Sprünge machen. Hopp, hopp. Ja, toll. Das ist. Das ist mir schon bei Nummer 3 aufgefallen. Oder 4. Dass dann am Ende solche blöden Sprünge sind, das ist nicht so schön. So. Neue Chance, neues Glück. Diesmal nicht zweimal schnell hintereinander, sondern abwechselnd. So. Okay, gut. Ich hoffe, jetzt kommt nichts mehr, aber das sieht nach Ziel aus. Jawohl, das ist das Ziel. Und ja. Das war ein sehr schönes Level. Vielleicht nicht unbedingt für Aufnahmen geeignet, aber so zum Rätseln. Diese Art von Rätseln, die hat mir gefallen und ich finde, das hast du ziemlich gut gebaut. Einige Sachen haben mir natürlich, haben mich ein bisschen gestört, nämlich, dass man halt noch sterben kann, wenn man das Rätsel gelöst hat. Und dass man halt, dass es halt wahrscheinlich nicht oft genug getestet wurde und so, dass halt ein paar Sachen, wie der Cooper zum Beispiel, einfach dann nicht mehr da sind. Oder einmal ist der Mancher da oder einmal nicht. Ansonsten richtig cool, richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, wenn du noch so ein Level hast, dann kannst du es mir gerne senden. Aber vielleicht wäre es ganz cool, wenn es ein bisschen kürzer ist. Weil für so ein All-Stars-Part ist das vielleicht ein bisschen zu lange. Jo. Ice and Fire Cave. Ich rechne damit, dass das auch recht lange dauert. Von daher mache ich das, habe ich jetzt entschieden, dass nicht in dieses Video mit reinzunehmen. Aber dann auf jeden Fall im nächsten. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier bei einem Level von Fiete, den ich kürzlich mal gesehen habe. Beziehungsweise auf Skype ist er ja auch aktiv. Und hier, Hall. Low. Ja, das ist eher so ein, ja, Childhood Drawing Level. Also wirklich ein schlechtes Level. Aber ich habe einen Untergrund gesehen. Den hätte ich schon ganz gerne gesehen gehabt, aber okay. Das hier war eigentlich nur ein Witz, ne? Genau. Ich schaue doch mal, ob es noch irgendeinen Untergrundweg gibt. Und das ist tatsächlich das erste Level, was ich am liebsten keine Sterne geben würde. Aber ja, ich muss. Ich kann den Stern nicht mehr zurücknehmen. Und es gibt tatsächlich einen Untergrund. Ja, ich schaue noch mal kurz in den Untergrund rein. In dem Thumbnail habe ich eine Röhre gesehen. Und
Das ist die einzige mögliche Röhre, die runterführt. Genau, okay, passt. Und ja, hier sieht's genauso aus. Ich frag mich aber, wo ich wieder rauskomme. Vielleicht komme ich ja nirgendwo raus. Oder halt wieder aus der gleichen Röhre. Ja, aus der gleichen Röhre, okay. Ja. Ja, das war ja auch mal ganz lustig für zwischendurch. Und abschließend machen wir ein Level Peach Tries to Escape. Und das ist ein Scrolling-Level. Und ja, da kann ich schon so ungefähr einschätzen, wie lange es in etwa dauern wird. Ich schätze mal so 2 Minuten pro Scrolling-Part, wenn das voll ausgenutzt ist. Und okay, hier kürze ich mal ab. Sehr schön. Komme ich in die Röhre noch rein? Nein, leider nicht. Aber eventuell konnte man da auch gar nicht rein. Und hier ist ein Checkpoint, okay. Also anscheinend ist es nur eine Länge. Jetzt müsste ich wissen, wie viel ich bei dem ersten Level, bei dem Puzzle-Level weggemacht habe. Aber ich glaube, es war schon einiges. Also ich habe 10 Minuten gebraucht, hat man ja gesehen am Ende. Also so 8 Minuten. Oder 7, schätze ich mal. Naja, ich weiß es nicht. Und dann schauen wir mal. Jo, ach, hier sind ja wieder Starcoins. Die Starcoins hier habe ich ganz vergessen. Und warum flüchtet Peach? Ich weiß es nicht. Sie flüchtet, weil sie genug von Bowser hat. Wow. Obwohl, kann man von Bowser eigentlich genug haben? Ich glaube nicht. So. Ist hier ein Amiibo-Pilz Respawn-Dingens? Nee, okay. Aber ich dachte schon, Peach macht auch so ein wie Daisy. Aber macht sie nicht. Sondern, oh, nur der Schirm. Ja, die Abi von Peach, die ist sehr gefährlich. Wenn sie richtig trifft. Und da haben wir es geschafft. Aber ich habe nur eine Starcoin gefunden. Ja, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Und ja, Ice and Fire Cave. Mache ich das? Das mache ich nächstes Mal, ja. Das mache ich nächstes Mal. Ja, dann würde ich sagen, was ist für dieses Video? Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis dann und ciao.